Mich hat mal jemand gefragt, ob ich mich besonders fühle, wenn ich meinen Anzug anhabe. Oder ob es eine Art Fasching ist. Denn bei ihm ist das so. Und ihr werdet es mir vielleicht nicht glauben. Aber ich kann dieses Gefühl ganz genau beschreiben. Und es ist ein ganz einzigartiges in meinem Leben. Nahezu jeder Airsofter wird in seiner Ausrüstung sofort ein paar Zentimeter breiter, läuft wie Kante und fühlt sich autoritärer. Und das ist auch ein ganz normales Verhalten, denn die Uniform, der Plattenträger und die Stiefel, die machen schon einiges mit dem Selbstbewusstsein. Und das auch, wenn es für diesen einen Tag eher, naja, eine Art Cosplay ist. Für mich selbst ist das ein klein wenig anders, eher eine emotionale Geschichte. Für mich ist es zwar auch besonders, aber, naja, besonders heimisch, besonders geborgen, besonders schön eben. Ich fühle mich eigentlich in keiner Situation so wohl, wie wenn ich in meinem Ghillie in einem schön duftenden Wald sitze. Die Welt, der alltägliche Stress und die Sorgen sind dann alle ganz weit weg. Und ich bin für diesen Augenblick, für diesen Wimpernschlag meines Lebens, bin ich nicht zu finden. Und ich bin nur im Jetzt. Was morgen sein wird und gestern war, ist da total egal. Besonders, ja. Besonders geschützt. Keiner will was von einem. Und ich kann die Stille, den Geruch und den Klang der Natur genießen. Denn es gibt im Prinzip keine Situation für mich, die ich mir entspannter vorstellen kann.